19 zum Review-Podcast zum Auswärtssieg beim VfL Bochum. Ja, also vor allem in der ersten Halbzeit war ich echt positiv überrascht, wie wir das angegangen sind. Für mich war es wieder ein Spiel, das eigentlich absolut einfach nur Müll wird. Einfach, weil wir es vom VfB nicht anders kennen. HSV hat einen Punkt oder zwei Punkte liegen lassen und Bielefeld hat am Wochenende gewonnen. Und da ging man einfach davon aus, ja, dann verlieren wir mal wieder. Ne? Das ist so dieses typische VfB-Denken halt einfach mittlerweile leider. Aber hat sich diesmal, ja, die VfB-Vorurteile quasi in solchen Spielen haben sich auch wieder teilweise bestätigt. Aber zumindest haben wir das Ding gewonnen. Der typische und auch sehr, sehr gebrauchte Pflichtsieg. Ne? Al-Ghaidoui in der 80. dann endlich. Erste Halbzeit, wir waren über das ganze Spiel, fand ich, waren wir die bessere Mannschaft. Das ist mal vorneweg. In der ersten Halbzeit hatten wir direkt am Anfang, ziemlich weit am Anfang, hatten wir direkt einen echt überraschend guten Kopfball, vor allem eben aus der Entfernung und mit dem Druck dann am Ende vom Castro, den der Keeper überragend raushechtet. Raushexen wollte ich zuerst sagen. Würde auch passen. Und dann hatten wir noch, jetzt ist halt mittlerweile schon Mittwoch, ne? Ich habe einen Ferienjob jetzt, oder halt einen Job in der vorlesungsfreien Zeit jetzt bei mir. Und der geht jetzt halt, oder ging von diesem Montag und geht bis Wiesbaden Auswärtsspiel, also bis zum 15.03. Das heißt, es kann jetzt sein, dass halt mal die Videos oder Podcasts, wie jetzt halt zum Beispiel ein Tag oder so, zwei oder so später kommen. Schauen wir mal, wie sich das so ergeben wird. Und genau, also war man Getucker noch eine riesen Chance, die er eigentlich auch machen muss. Das war davor super rausgespielt, den muss er einfach reinmachen. Aus der Entfernung zumindest mal aufs Tor bringen, hat er knapp links daneben geschossen. Das ist halt das, was ihm noch fehlt. Der hat wieder richtig Bock gemacht zuzugucken. Der hat Pace, also immer diesen FIFA-Slang drin. Er hat Tempo, der hat Dribbling, der hat die Füße, um sich durchzusetzen, defensiv wie offensiv. Aber diese Kaltschnäuzigkeit vom Tor, die kommt ihm halt echt, ja, die ist noch nicht wirklich hundertprozentig da, weil den kann man, beziehungsweise muss man einfach machen in der ersten Halbzeit. Bochum, anderes B, hatte eine gute Flagge, glaube ich, Bogan Wula, an dem wir anscheinend im Winter dran waren und gescheitert sind mit einem Angebot. Köpfen knapp daneben, aber sonst ja, war es allgemein eine Halbzeit, wo wir einfach zu blöd waren mal wieder, zu einfach abschlussinkompetent waren mal wieder, um einfach ja mit 0-1, 0-2 in die Halbzeit reinzugehen, dann gehst du mit 0-0 in die Halbzeit. Weil genau mein Gedanke war, yo, super, zweite Halbzeit wird entweder so laufen, dass es vor sich hin plätschert, wie es ja eigentlich war, weil konnte ich davon ausgehen, dass wir diesen Offensivwind so nicht weiterführen werden. Das passiert einfach irgendwie nicht. Oder halt, ne, nach dem Motto, Bochum schießt dann gefühlt in der 47. durch einen Handelfmeter oder durch sonst was, das 1-0. Aber ist zum Glück nicht passiert. Es war trotzdem, ja, keine schlechte Halbzeit, aber halt eine unspektakuläre, vor allem was nach vorne angeht. Bochum kam so ein bisschen besser ins Spiel rein, aber so wirklich krasse Knallerchancen oder so hatten beide nicht in der Halbzeit. Dann quasi durch quasi eigenverschuldet von Bochum schießen sie sich quasi das 1-0 selber rein. Wamba Kituka sieht die Lücke oder sieht den Fehler quasi schon kommen, holt den Ball, spielt dann auch mal passend durch. Es war auch wieder aufs Problem, dass schon Chancen da waren oder Ideen da waren, aber die Pässe dann einfach nicht perfekt ankamen. Obwohl wir, glaube ich, zur Halbzeit oder irgendwann in der zweiten Halbzeit wurde es mal eingeblendet, dass wir 92% Passquote hatten und sowas, also richtig abnormal eigentlich, aber halt so die paar Pässe, die man so merkt im Sturm, die dann halt einfach mal einen Meter zwei zu weit kommen oder halt irgendwie einen Meter zwei zu sehr in den Rücken gespielt werden, die haben halt noch manche Chancen dann doch wieder abgetötet. Aber dann, den nimmt er, spielt ihn, steckt ihn dahin, wo er hin muss, Al-Ghaidoui geht durch und der Petersen vom VfB, der Joker schlechthin sticht, macht das 0-1 in der 80. Und danach hatte Bochum noch eine ganz gute Chance, wo ich zuerst dachte, ja gut, da muss Kobel eigentlich gar nicht hin, aber der Ball hat sich so gedreht, dass er wirklich in Richtung Innenpfosten wäre. Ab da wäre es Lotterie geworden, ob der jetzt vom Innenpfosten dann reinklatscht oder ob er rausklatscht quasi. Den hat er nochmal schön rausgehext und dann dieser komische Kunstschuss. Am Ende werden nochmal zwei, drei Chancen oder ein, zwei Chancen auf jeden Fall.
wo wir, wenn wir es cleverer ausspielen, das 0 zu 2 machen können im Konter. Auch dann quasi der letzte Schuss, letzte Aktion von der Partie in der Nachspielzeit. Die Davi schön durchgesteckt und dann so an sich war es gut, was er gemacht hat. Dann quasi so hochgelupft die Davi und dann kommt Förster und das war an sich gut gemacht, was Förster da macht. Nimmt ihn dann halt direkt, ne, klatschen an die Latte. Der fliegt hoch, hat der VfB mittlerweile auch auf Twitter so ein geiles Video gemacht, wo dann der Ball da kam, gefühlt durch die Weltgeschichte durchfliegt. Also in Sachen Social Media wird man beim VfB da irgendwie gerade echt immer besser und kreativer. Und dann fliegt er hoch, kommt wieder runter, klatscht nochmal gegen Latte und dann kann der Keeper aufnehmen. War auch nicht drin der Ball, aber trotzdem eine enge Kiste. Und ja, eine Szene, die so gefühlt nie siehst, aber da frage ich mich halt auch wieder, an sich, ja, von der Technik, dann im Endeffekt war es gut gemacht, war ja auch gefährlich gegen die Latte, also war es kein schlechter Schuss. Aber der hat Zeit gehabt, der Junge. Die David chippt drüber über einen, der quasi auf dem Boden liegt dann mit der Grätsche. Einer kommt angelaufen, der kann einfach annehmen, in Ruhe annehmen, flach den Ball oder den Ball da drunter holen, dann hast du ihn flach und dann kannst du ihn in sonst welche Ecke reinschieben. Dass er den jetzt halt irgendwie direkt nimmt. So im Nachhinein hätte man dadurch das 2-0 machen können, aber war ja dann zum Glück am Ende nicht von Bedeutung, außer halt einfach eine lustige Szene. So Spieler waren, ja, das Team war nicht grundauf solide gespielt. Und Gomez hat vorne wenige bis gefühlt keine Aktionen bekommen. Die Davi wird tatsächlich echt immer wichtiger, finde ich. Hat auch nach dem Spiel ein gutes Interview gemacht. Also wirklich auch mal einer, der den Mund aufmachen kann und gescheit reden kann. Das ist ja auch oft so der Fall, dass da nur so ein Geschwätz rauskommt oder halt so ein Hin- und Hergegaxe und keine gescheiten Sätze rauskommen. Aber der konnte sich echt gescheit formulieren. Wenn ich auch wieder stark fand, war Endo. Der hat auch gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, jeden Pass angebracht. Echt richtig stark. Massimo hat ein gutes Spiel gemacht bei seinem Ex-Club. Da kam dann kurz vor Schluss noch der Mola wieder rein. Stenzel hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht und sowieso bin ich mehr als positiv überrascht von dieser Abwehr da hinten, da mit Philips und Karas und so weiter. Mal gucken, wie das weitergeht, wenn dann wieder Kempf zurückkommt, Bartschuber zurückkommt und so weiter. Wie das dann da aussieht, ob dann Karas da hinten bleibt, wie auch immer er das dann da umbaut. Genau, und dann einfach ein zufriedenstellendes Auswärtsspiel wieder gewonnen, seit Ewigkeiten, seit dem Auswärtssieg bei Bielefeld halt, ne? Also gefühlt, wenn man es quasi so zurückrechnet, gefühlt eine Hinrunde her, weil wir jetzt ja irgendwie, glaube ich, am 6.3. ist es, also irgendwie in 2 Wochen oder so, gegen Bielefeld zu Hause spielen. Also es ist quasi eine ganze Hinserie her oder eine ganze Halbserie her, dass wir ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Klar, danach kam das kam doch sogar noch vor Bielefeld, der Pokalsieg in Hamburg. Und sonst, ja, kann man das halt auswärts sich echt nicht geben. Rein von der Statistik her ist es einfach, das ist nicht aufstiegswürdig. Ich glaube, es sind mal 11. oder 12. oder sowas in der Statistik. Also deutlich, deutlich Luft nach oben. Jetzt sind wir auf dem 3. Platz. Tordifferenz, also plus 13 Tore quasi. Bielefeld, Hamburg beide plus 24 Tore. Wir haben mit Hamburg beide 41 Punkte und Bielefeld 44. Unter uns kommt Heidenheim, also die haben alle schlechtere Tordifferenz unter uns. Kommt Heidenheim mit 35, Kiel 33 und dann Regensburg, der nächste Gegner, 32, wo ich dann auch jetzt gleich noch den Preview-Podcast aufnehmen kann. Genau. Ja, und sonst muss man sagen, gescheites Auswärtsspiel, nimmt man so mit, Pflichtsieg erfüllt und so muss man einfach die nächsten Wochen auch angehen, weil wir müssen da, wie man es ja tabellarisch sieht, wir müssen da dranbleiben. Funktioniert, wir können es zu Hause hab ich da bin ich positiv, weil wir zu Hause echt stark sind, glaube die beste Heimmannschaft sind. Sehe auch die Chance, dass wir gegen Hamburg und Bielefeld zu Hause gewinnen, was wir dann vermutlich auch müssen. Das werden dann zwei richtig schöne Heimspiele, habe ich auch schon öfter erwähnt. Die werden intensiv, beides Montagabend-Dinger. Die werden richtig saftig. Und da muss man einfach auswärts mitmachen. Man muss einfach auswärts mitmachen. Du darfst jetzt nicht anfangen, das nächste Auswärtsspiel genau Fürth, da bin ich auch live dabei, in Fürth zu verlieren oder dann in Wiesbaden oder sowas. Du musst einfach dann Kiel auswärts, kommen zwei Auswärtsspiele am Stück. So die darfst du dir halt dann nicht wie in der Hinrunde so oft nehmen lassen, beziehungsweise wieder irgendwie dann einfach 2 Punkte liegen zu lassen mit Unentschieden oder so weiter. Da musst du halt dranbleiben, aber ich sehe da gerade echt auch eine Entwicklung. Ich sehe das Ganze relativ positiv gerade beim VfB wieder mit Matarazzo.
Auch in Hinsicht auf das Regensburg-Spiel, wo ich dann natürlich jetzt noch einen externen Preview-Podcast mache, wie immer. Und dann schreibt mir eure Meinung zum Spiel, Man of the Match. Allgemein, wie immer, zum Kanal, zu mir, wie auch immer. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.